Ich möchte nun auf einmal auf das Zusammenfügen von Formen zu sprechen kommen. Dazu passe ich hier meine Liste einmal oder meine Symbolleiste einmal an und füge hinzu einmal das Verschmelzen. Das füge ich hier da unten an. Dann das Subtrahieren. Und das Schneiden. Einmal kurz erklärt, was die Begriffe machen. Wenn ich jetzt hier beides markiere, also hier einmal einen Kasten rüberziehe, dann kann ich beide zusammenfügen zu einer Form. Steuerung Z macht das wieder zurück. Ich kann aber auch jetzt hier subtrahieren. Das obere wird vom unteren abgezogen. Oder ich kann hier auch dann schneiden, also die Schnittmenge bilden. Wo brauche ich das? Zum Beispiel bei Flächenaufgaben. Ich mache mal beispielhaft eine. Hier füge ich noch einmal eine Symbolfläche hinzu. Und zwar den Kreissektor, und zwar unter das Polygon, der Kreissektor, da kommt er hin. Und da zeichne ich dann jetzt einmal einen Kreis, der doppelt so groß ist wie diese Fläche. Sollte passen. Ups. Und dann lege ich den hier drauf, das passt. Dann kann ich das duplizieren und dann einmal so spiegeln. Wenn ich die jetzt übereinander lege, dann kann ich beides dann schneiden. Habe diese Fläche, die kann ich zum Beispiel grau einfärben. Bisschen helleres Grau. Und kann dann sagen, eine Aufgabe zum Beispiel, wenn das hier 4 cm sind, wie dieser Flächeninhalt dann berechnet wird. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.